Der Vulkan auf La Palma ist weiterhin aktiv, aber mit geringerer Intensität. Die Erdbeben auf der spanischen Insel seien deutlich zurückgegangen, meldeten die Behörden. Das gleiche gilt für den Vulkan Tremor, die Vibrationen des Magmas innerhalb des Vulkans. Weil auch die Lava auf der Nordwestseite langsamer fließt, konnten die BewohnerInnen in Teilen der Gemeinde Los Llanos de Aridane wieder in ihre Häuser zurückkehren. Sie waren seit Oktober evakuiert. Rund 600 Menschen warten weiter darauf, in ihre Wohnungen zurückzukommen. Die Menschen auf La Palma hoffen nun, dass der verheerende Ausbruch, der am 19. September begann, bald beendet ist. Aber die Experten warnen vor verfrühtem Optimismus. Der Schwefeldioxidgehalt ist immer noch hoch. Und es ist nicht das erste Mal, dass sich der Vulkan beruhigt hat, um dann wieder aktiv zu werden. Selbst wenn die Lava zum Stillstand kommt, würde die Notlage noch monatelang andauern, da weiterhin Gase aus dem eruptiven Zentrum entweichen.